sein Ende. Marke! Komm! Gut! Und komm! Und komm! Sehr gut! Komm her! Super! Das ist zumindest klappt. Und Bestzeit. Du bist nicht zufrieden, ne? Naja, vielleicht ist er manchmal ein bisschen zu schnell. Hier, halt mal, gib mir mal das Klemmbrett. Danke. Hier, die nächste Übung ist beim Leistungstest neu. Die sitzt noch so gar nicht. Stumme Kommandos bei verdeckten Ermittlungen. Mal den Ball? Mhm. Danke dir. Kalle, Achtung. Nein, warte. Okay? Warte. Dicker, komm mal hierher. Komm mal hierher. Los. Hey, du sollst loslaufen, wenn ich so mache. Okay? Das musst du drauf haben in 2 Tagen. Erfasst die Situation einfach sehr schnell. Ist doch gut, wenn er mitdenkt. Ja, aber du bist doch nicht der Prüfer. Antika, du weißt doch, dass er dich auf dem Kicker hat. Du kennst ihn doch. Vielleicht muss er einfach ein bisschen ruhiger werden. Das kriegen wir schon hin. Irgendwie. 15:10, Anton für 15. 15:10, Anton gehört. Seid ihr noch auf dem Prüfungsparcours? Ja. Ich dachte, ihr macht ja nur einen Testdurchlauf. Mein Hund ist ja wohl in Bestform. Ja, ja, der ist in Bestform, ja. Vielleicht ist er ein bisschen übereifrig heute. Übereifrig? Ja, das liegt vielleicht an mir. Vielleicht muss ich einfach die Kommandos besser setzen. Hör mal, ihr habt einen Einsatz draußen in Tastrup. Sabotage an einem Hochsitz. Der Hochsitz ist umgestürzt. Ein Verletzter mit Beinbruch. Alles klar, das haben wir mit. So, willst du den Parcours auch noch mal laufen oder wollen wir los? Ja, stoppst du? Ja, ja, klar. So, Dicker. Und auf der gesamten Autofahrt liest du noch mal alles in Ruhe durch. Das muss wirklich sitzen. Und wenn das nicht klappt, dann fahren wir nicht zum Fußball. Ja, ich weiß, dass der HSV gegen Bayern spielt, aber da kannst du eben halt nicht mit. Das ist jetzt aber echt fies. Wieso denn? Augen auf bei der Berufswahl. Nicht zu übersehen. Eindeutig angesägt. Natürlich ist der angesägt. Was glaubt ihr denn, warum ich euch gerufen habe, ihr Spökenkicker? Ach, Herr Hansen, beruhigen Sie sich mal ein bisschen. Wir machen nur unseren Job, ja? Ihr macht euren Job. Fürs Rumstehen bezahlt werden, das möchte ich auch mal erleben. Wir sichern hier Spuren auch in Ihrem Interesse. Haben Sie denn eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? So, das ist doch euer Job. Und dann sagt er mir, wer es war, und dann nehme ich mir den Typen mal zur Brust, du. So, Herr Hansen, jetzt hören Sie mir mal gut zu. Erstens habe ich Ihnen nicht das Du angeboten, und zweitens geht mir Ihr Gesappel ziemlich auf den Kopf. Und drittens... Lassen Sie das mit der Selbstjustiz, ja? Das ist strafbar. Hören Sie mal, ich bin hier das Opfer. Klappspaten, echt. Digga, was hast du da? Was ist das denn? Was haben wir denn da? Sieht aus wie Splitter. Nee, das sieht aus wie abgebrochene Zähne von einer Säge. Na, das ist ja toll. Die beiden Herren stehen rum und der kleine Bruder von Captain Mepamuk macht die Arbeit. So, jetzt reicht's. Nee, verrück dich. So. Jetzt reicht es mir. Ist dieser Mann transportfähig? Ist er, ja. Ab dafür! Und Sie, danken Gott, wenn Ihr Bein nicht abkommt, klar? Das bleibt doch dran, oder? Ganz im Ernst, solche Typen sind nicht gut für meinen Blutdruck. Ehrlich. Ja, vielleicht sollte nicht nur Kalle ein bisschen ruhiger werden. Dicker, super. Hast Reifensprung gefunden. Wow. Ziemlich frisch aus. Ein Geländewagen wahrscheinlich. Dicker, unser Großstadt-Cowboy, nicht? Der hat so richtig indianisches Blut in den Adern. Spurensucher. Pass mal auf. Es hat gestern Abend geregnet. Diese Spuren sind allerdings so gut zu erkennen, dass sie nach dem Regen entstanden sein müssen. Und der Tiefe der Spuren nach zu urteilen, muss es ein schweres Auto gewesen sein. Ein Geländewagen eben. Polizeischule, erstes Semester. Wow.
bin zutiefst beeindruckt. Sag mal, du könntest mir aber mal irgendwann erklären, wie ich so ein bisschen mehr Ruhe in meinen Körper kriege. Ich meine, der hat mich eben provoziert. Ja, ja. Kennst du den Baum? Welchen jetzt? Nee, nee, der Baum ist eine super Yoga-Position. Damit findest du ganz schnell deine innere Mitte wieder. Ah. Pass mal auf. Durchatmen. Boy, täuscht nicht. Da könnten wir dich glatt im Wald vergessen. Komm, Kalle. So, das müsste für einige Tassen Kaffee reichen. Danke, Herr Andresen. Und wenn Sie mal was brauchen? Wende ich mich sofort an Sie. Versprochen, Frau Jansen. Moin, Herr Andresen. Moin. Ah, danke. Hallo. Ich kenne Sie noch gar nicht. Sind Sie der neue Briefträger hier bei uns im Bezirk? Ganz genau. Wohnen Sie auch in der Gegend? Ja. Allerdings. Komisch, dass Sie mir noch gar nicht aufgefallen sind. Eine so attraktive Dame wie Sie bekommt doch sicherlich viel Post. Sie sind mir ja einer. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich finde nur, dass Männer heutzutage viel zu selten Liebesbriefe an ihre Ehefrauen schicken. Ich bin Kapitänswitwerin. Oh, das tut mir leid. Über so nette Komplimente freue ich mich aber trotzdem. Ich werde in Zukunft Ihre Post jedenfalls mit Vorzug behandeln. Wenn Sie mir Ihren Namen verraten. Jansen. Carla Jansen. Jansen? Mhm. Von dem Mann. Mhm. Mit dem aggressiven Hund. Ich habe einen Hund, aber mein Brunilein ist doch ganz und gar nicht aggressiv. Da sagt meine Hundemerkkarte allerdings etwas ganz anderes. Hier, vor Ihrem Hund wird ausdrücklich gewarnt. Aber das ist doch Unsinn, mein Brunilein. Der ist der friedfertigste Hund, den Sie sich vorstellen können. Moment. Bruni? Brunilein? Komm mal her zu Frauchen. Tür. Ja, mein Brunilein. Sehen Sie, wie friedfertig er ist? Ich höre vor allem, wie aggressiv er ist. Schönen Tag noch. Aber... Bruno... Ja, ich bin's. Also, es war eindeutig Sabotage. Eine der Stützstreben ist angesägt. Also Sachbeschädigung und schwere Körperverletzung? Ja, mindestens. Aber der Höhe... Hätte sich auch das Genick brechen können. Ich gebe sofort eine Meldung an alle Polizeiwachen im Umland raus. Die sollen die Hochsitze in ihren Revieren kontrollieren. Ja, mach das mal, ist eine gute Idee. So, und wir beide fahren jetzt noch mal zu diesem örtlichen Jagdverein und hören uns da mal ein bisschen um. Vielleicht sind die Jungs ja ein bisschen kooperativer. Ne? Also, mach's gut. Tschüss. Ausgerechnet jetzt muss sowas passieren. Aus dem Grunde gehen wir nachts auf Streife. Und zwar immer in Teams von 2 Mann. Ja. Und wenn es hart auf hart kommt, haben wir unsere Gewehre dabei. Genau. Genau. Mein Name ist Kottke, Polizei Flensburg, das ist mein Kollege Hoffmann. Moin. Hohlig. Herr Hohlig. Ich würde sagen, Sie beruhigen sich jetzt mal ein bisschen, nicht? Das ist noch ein bisschen früh für eine Bürgerwehr. Das Ganze soll doch nur der Abschreckung dienen. Oder sollen wir tatenlos zusehen, wie unsere Jagdfreunde verletzt werden? Herr Hohlig, wenn Sie irgendwie einen Verdacht hegen, dann können Sie uns den gerne mitteilen. Ansonsten machen Sie bitte gar nichts. Dafür sind wir da, ja? Jedenfalls ist es schön zu sehen, dass Sie auch da sind. Und dann gleich mit 3 Mann hoch. Hm? Ein Parson Russell-Terrier. Aber offensichtlich kein reinrassiger Stammbaum. Woher wollen Sie denn wissen, dass der nicht reinrassig ist? Kalle? Ein bisschen schusshitzig, Ihr kleiner Freund, ha? Wie bitte? Er hätte aufs Zeichen warten müssen. Reine Erziehungssache. Dann machen Sie sich mal keine Gedanken um seine Erziehung. Was denn das erste Mal, dass hier ein Hochsitz sabotiert wurde? Soweit wir wissen, ja. Aber wir befürchten, dass die nicht lange warten bis zum nächsten Anschlag. Ganz bestimmt nicht. Sicher nicht. Wer sind denn die? Tierschützer. Und zwar die von der kriminellen Abteilung. Durchgeknallte Bioterroristen. Genau. Herr Hohlig, wie haben Sie das vorhin gemeint, dass ausgerechnet jetzt so etwas passieren muss? Seit Anfang August ist die Schonzeit für Hirsche vorbei. Und der Sohn von unserem Wirt hier,
Der hat vor 2 Tagen einen kapitalen 18-Ender gesehen. Und jetzt will man verhindern, dass wir ihn schießen. Das ist doch kein Wunder. Ja, ich meine, das wäre ja ein Motiv. Kennen Sie denn jemanden, dem Sie das zutrauen würden, so einen Hochsitz zu sabotieren? Naja, da fiel uns schon jemand ein, ne? Aber ja, dann kommen Sie auf den Punkt. Wir wollen keinen anschwärzen. Tina Peters wohnt hier im Dorf. Diese Frau Peters, mit der sind Sie schon öfter aneinander geraten. Tja, das kann man wohl so sagen. Dabei ist das Ganze nur ein riesengroßes Missverständnis. Wir lieben die Tiere genauso wie die sogenannten Tierschützer. Ist klar. Sie lieben die und schießen auf sie, ne? Mein Kollege meint, nur daher kommt wohl das Missverständnis. Na, Dicker? Auch schon Freundschaft geschlossen? Nein, Delbert, lass den Ball. Du bist kein Zirkushund. Aus! Delbert von der Vogelweide. Stammbaum bis 1863 und gehorcht aufs Wort. Sitz! Kalle von der Förde kann auch sitzen. Macht ja ganz schön was her, so ein Geweih. Das ist nur ein 16-Ender. Knut Hamsen hat den geschossen. So steht es da. Dann ist Knut Hamsen ja ein richtig guter Schütze. Hat der Feinde? Feinde? Also ich meine, er eckt schon hin und wieder an, aber er ist ja auch sehr, wie soll ich sagen? Impulsiv? Also ein Weichei wäre wohl kaum unser Vorsitzender. Aber die Leute im Ort, die nehmen ihn, wie er ist. Bis auf die Tierschützerin. Die zwei sind wie Feuer und Wasser. Als Knut vor 3 Jahren den 16-Ender geschossen hat, da ging das hoch her zwischen den beiden. Was genau ist damals vorgefallen? Die hätte sich glatt angekettet an den Hirsch, wenn sie ihn gefunden hätte. Hat sie aber nicht. Sondern Knut Hamsen. Und die Sache ist eskaliert. Aber wie gesagt, ich will niemanden anschwärzen. Das haben Sie jetzt leider getan, aber machen Sie sich keine Sorgen, wir machen uns da unser eigenes Bild. Meine Herren, ich weiß ja, nach außen hin müssen Sie neutral sein, aber mal unter uns. Sie haben doch bis vor kurzem auch noch grün getragen. Das ist doch fast so, als wären wir im gleichen Verein. Herr Hollig, unsere Uniformen sind mittlerweile blau und der Streifenwagen auch. Und das schon ziemlich lang. Elber, komm! Was für eine Truppe, du. Da schießen Tiere einfach nur so aus Spaß. Ja, durch die Jagd wird der Wildbestand unter Kontrolle gehalten. Ansonsten laufen die Wildschweine irgendwann durch die Fußgängerzone. Also da kann es ja schon mal nicht gewesen sein, ne? Ja, ändert trotzdem nichts daran, dass das alles klappskallig sind. Aber du bist wahrscheinlich auch wieder anderer Meinung, ne? Nee. Also, und das Profil passt nicht. Das auch nicht. Ja, dann fahren wir doch mal zur Tierschützerin. Vielleicht sieht die ja ganz gut aus. Du alter Hauding. Ja. Klar habe ich was gegen Jäger. Erst recht gegen Knut Hamsen. Der Typ ist ein durchgeknallter Freak. Na, das war ja deutlich. Sie haben ihn wohl noch nicht erlebt. Doch, das haben wir. Aber wir sind ein bisschen neutraler als Sie. Gut, das bin ich wohl nicht. Hamsen hat einmal mit seinem Traktor einen Infostand von mir platt gefahren. Ich konnte gerade noch zur Seite springen. Pass bloß auf, dass du dem nicht vor die Flinte läufst. Wie weit würden Sie denn gehen mit Ihrer Abneigung gegen Jäger? Jäger sind Mörder? Das ist nicht meine Meinung. Das lag einem Rundschreiben bei. Einige von uns sind eben hart drauf. Frau Peters, wo waren Sie denn letzte Nacht? Da, wo der Hochsitz steht, da darf ich gar nicht hin. Das ist ein Privatgrundstück. Es gibt ein Urteil gegen mich. Landfriedensbruch. Das hat was mit dem Hirsch zu tun, den Hamsen geschossen hat. Wir waren mit Trillerpfeifen im Wald, um das Wild zu verscheuchen, bevor die Jäger kommen. Das ist eine hübsche Idee. Ach, sagen Sie mal, Frau Peters, ist das nicht wahnsinnig frustrierend, wenn man aufgrund eines richterlichen Beschlusses da drüben nicht in den Wald darf? Doch schon. Trotzdem würde ich keine Hochsitze ansehen. Und wussten Sie, dass da seit einiger Zeit ein imposanter Hirsch ist? Das ist mir neu. Aber das ändert nicht an der Sache mit dem Hochsitz. Ich war die letzten 3 Tage in Kiel. Hier. Gibt's dafür Zeugen? Internationale Tierschutztagung Kiel.
Na, dann gibt's ja sicherlich eine Menge Zeugen dafür, dass Sie dort waren. Absolut, das können Sie alles nachprüfen. Ja, ja. Wann sind Sie denn wiedergekommen? Vor etwa einer Stunde. Und trotzdem wussten Sie von dem angesägten Hochsitz? Ich habe Brötchen geholt. Kastrup ist ein Dorf. Wenn Sie mit dem Auto in Kiel? Ja. Mit dem da draußen? Genau. Das Reifenprofil der Tierschützerin passt mit den Spuren hier auch nicht überein. Nee, außerdem fährt sie einen kleinen Wagen. Und die Tiefe des Reifenprofils deutet auf ein schweres Auto hin. Na, sie könnte sich ja einen entsprechenden Wagen geliehen haben. Wie sieht es eigentlich im Umland aus? Haben die Kollegen irgendwie festgestellt, ob da andere Hochsitze abgesägt wurden? Nee. Es gab mal einige Fälle vor 3 Monaten rund um Kiel, aber nach 2 Festnahmen hat sich das wieder beruhigt. Dann sieht das ja wirklich nach einem gezielten Anschlag aus. Da will irgendjemand verhindern, dass der Hirsch geschossen wird. Wir können die Tatzeit jetzt auch genauer eingrenzen. Die Reifenspuren sind ja erst nach dem Regen dazugekommen. Und das Wetterradar von gestern Abend bestätigt meine Vermutung. Im Raum Tarstrup hat es sogar bis 22 Uhr geregnet. Und Hansen ist um 7 Uhr mit dem Hochsitz umgekippt. Dann gibt man eine Anfrage nach Kiel raus. Die sollen das Alibi der Tierschützerin prüfen. Mach ich. Sag mal, ach, ich verstehe. Weil Honigs Hund das Ding im Maul hatte. Du hast auch deinen Stolz, ne? Jungs, kommt mal her! Das mit der gezielten Aktion, Olli, da ist was dran. Aber was, wenn es nicht gegen die Jäger insgesamt ging? Sondern nur gegen den, der auf dem Hochsitz saß, um Knut Harmsen. Ihr habt doch auch gesagt, dass der so unsympathisch ist. Wir haben uns im Dorf noch mal ein bisschen umgehört und abgesehen von den Jägern kann ihn keiner so richtig leiden. Ja, die Abneigung reicht sogar bis ins Revier. Guck mal einer an. Der Gute ist bei uns aktenkundig. Oh, der hat 2 Schafe erschossen. Und wer hat den angezeigt? Kai Focke, der Schäfer. Es kam wohl zu einer Schlägerei. Und im Gegenzug hat Harmsen Focke wegen Körperverletzung angezeigt. Da hat wohl irgendjemand ein Motiv, ne? Hier gewesen ist aber definitiv. Ja, das weiß ich auch, weil uns die Bäuerin den Tipp gegeben hat. Aber dafür muss ich keinen Schafsködel anfassen. Ja, der Schafsdung sagt uns aber auch, dass die Erde hier gerade erst durchgelaufen ist. Sag mal, du Oberbiologe, sagt uns der Schafsdung auch in welche Richtung? Warte mal kurz. Nee. Ah. Hey. Super, Kalle. Die Erde muss hier durchgelaufen sein. Sollen wir mal helfen, bitte? Ja, und in welche Richtung? Ja, die Spuren zeigen in die Richtung. Aha. Na, dann bin ich ja froh, dass wir so einen Spurenleser an Bord haben. Ja. Moin. Moin. Herr Focke? Jupp. Mein Name ist Kottke von der Polizei Flensburg, das ist mein Kollege Hoffmann und das ist Kalle. Wir hätten aber ein paar Fragen an Sie. Scheint ja wichtig zu sein, wenn Sie sich dafür die Schuhe schmutzig machen. Es geht um den Jäger Knut Harmsen. Kennen Sie den? Herr Focke? Moment noch. Ich muss mal scharf nachdenken, was ich über Harmsen sage, ohne dass ich gleich eine Beleidigungsklage am Hals habe. Oh, Sie sind ja richtig gute Freunde. Ja, wir sind richtig gute Freunde. Das trifft es. Danke. Herr Harmsen hat sich beim Fall vom Hochsitz verletzt. Wissen Sie das? Jo, habe ich gehört. Sehr interessant. Und von wem? Ich lebe zwar draußen, aber nicht hinterm Mond. Und? Haben Sie was damit zu tun? Ich meine, immerhin hat er ja 2 Schafe von Ihnen auf dem Gewissen. Unter uns haben Sie ein verdammter Mistkerl. Punkt. Und das mit den Schafen nehme ich ihm bis heute übel. Aber Rache ist nicht mein Ding. Herr Focke, leider steht eine Anzeige wegen Körperverletzung dagegen. Das war aber keine Rache, das war eine direkte Antwort. Wo waren Sie denn gestern Nacht? Ein paar Kilometer weiter Richtung Hürup. Und dafür gibt es natürlich auch keine Zeugen, ne? Doch. 162 Stück. Aber die reden leider nicht mit Bullen. Oh, Herr Focke, ehrlich. Und mit Polizisten leider auch nicht. Na, ihr zwei? Habt ihr euch angefreundet? Kalle, Kyra, komm mal her. Mal was ganz Feines probieren? Ja.
Sagen Sie mal, Herr Focke, ist das Ihre Säge? Ja. Oh. Die sieht aber schon ein bisschen mitgenommen aus, ne? Kann sein. Die benutze ich immer, um Wurzelholz zu sammeln für meine Schnitzereien. Herr Focke, wir müssen die leider mitnehmen und in der KTO untersuchen lassen. Moment. Olli. KTU, das ist bei uns die... Kriminaltechnische Untersuchung. Wie gesagt, draußen. Aber nicht hinterm Mond, schon klar. Ja. Danke dir. So, Herr Focke, das war's schon. Sie hören von uns, ne? Hey, Wiedersehen macht Freude. Ja. Pia hat gerade angerufen. Es gab einen anonymen Anruf im Revier. Wie anonym? Von irgendeiner Telefonzelle. Es soll angeblich noch eine zweite Säge geben. Schauen Sie sich ruhig um. Ich habe nichts zu verbergen. Eine Idee, wer da bei uns angerufen hat. Im Zweifel zwar einer von den Jägern? Vielen Dank. Sehr freundlich. Na, die, glaube ich, ist zu klein, um so einen Hochsitz anzusägen, nicht? Ja. Kennen Sie den Schäfer Focke? Wie kommen Sie darauf? Naja, Tastrup ist ein Dorf. Und Sie haben eine Schnitzfigur von ihm auf dem Tisch stehen. Stimmt. Klar kenne ich den. Und wieso haben Sie uns denn nicht erzählt, dass Knut Hamsen zwei von Fockes Schafen geschossen hat? Ich wusste nicht, dass das wichtig ist. Und das fanden Sie auch nicht wichtig? Die ist nicht von mir. Das ist ja interessant, da fehlen ja Sägezähne. Ich sag doch, die ist nicht von mir. Die hat hier jemand deponiert, ganz sicher. Nehmen wir mal an, das stimmt, was Sie uns hier gerade sagen. Wir hätten Zugang zum Schuppen. Niemand. Das heißt alle, ich schließe den Schuppen nicht ab. Ach, da lernt man endlich mal wieder einen attraktiven Mann kennen und dann sowas. Keine Sorge, wir werden Bruno jetzt desensibilisieren. Wie? Okay. Ich verhalte mich wie der Briefträger. Und Bruno wird mich attackieren wie ein Kampfstier den Torero. Du hast doch gar kein rotes Tuch. Hunde und Stiere sind praktisch farbenblind. Aha. Es sind die Bewegungen, die sie aggressiv machen. Okay. Bruno, ganz ruhig. Ich habe zwei Briefe, aber ich tue dir nichts. Jetzt werfe ich sie in den Briefkasten. Ich sag doch, mein Bruno tut keiner Fliege was zuleide. Bruno! Bruno, ich bin's doch. Die Grillschürze. Also ich glaube, er ist geheilt. Was, so schnell? Na ja, dann kann ich ja den Postboten zum Kaffee einladen. Und das macht dann 10 Euro, bitte. Was? Na ja, die Tierpsychologen im Internet sind viel teurer. Danke. Entspannungsmäßig. Wie soll ich mich denn dabei entspannen, wenn ich so viel lesen muss? Da ist irgendein Prospekt dabei. Für ein Yoga-Studio. Ey, sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun? Yoga für Hausfrauen? Ja, das ist so für Anfänger. Dicker, ich glaube, wir sind doch eher die Praktiker, ne? Das Ergebnis von der KTU ist übrigens eindeutig. Die Sägezähne vom Fundort gehören zu der Säge, die wir bei Tina Peters gefunden haben. Mist. Aber es war kein einziger Fingerabdruck da drauf. Der Bericht von der KTU sagt, dass die Säge auf jeden Fall gesäubert worden ist. Dabei ist diese Frau Peters so eine Nette. Andererseits ist ihr Alibi geplatzt. Kalle, alles in Ordnung? Och, Digga, entschuldige. Ich wusste, dass du das irgendwann lernst. Hier von den Kollegen aus Kiel. Frau Peters hat bereits morgens um 4:30 aus dem Hotel ausgecheckt. Sag mal, ich glaube, um 7 Uhr ist Hamsen mit dem Hochsitz zusammengebrochen, ne?
Das heißt, Tina Peters hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, auf ihrem Heimweg noch einen Abstecher zu dem Hochsitz zu machen. Dann bestellt ihr mal dringend zum Verhör ein. PK 15, Kottke. Alles klar, da kümmern wir uns drum. Ja, vielen Dank. Das war unser Schäfer. Ist was passiert? Noch nicht. Was könnte kurz davor sein? Komm. Raus aus dem Revier. Sie haben Platzverbot. Ich werde nicht zulassen, dass Sie diesen Hirsch schießen. Raus aus dem Revier! Na, schießen Sie mich doch! Greifen Sie mich an! Greifen Sie mich ruhig an! Damit Sie dann auf Notwehr plädieren? So blöd bin ich nicht. So, zwei Schritte zurück, alle beide. Rams, die Waffe runter. Los! Wie kommen Sie denn hierher? Mit dem Auto. Tja, der Schäfer hat beobachtet, wie Sie Frau Peters gefolgt sind. Und Sie halten sich auch nicht wirklich an Gerichtsurteile, ne? Haben Sie was anderes gedacht? Plant doch bereits das nächste Attentat. Na los, verhaften Sie die Frau. Dann macht es wenigstens ein bisschen Sinn, dass Sie hergekommen sind. Na, verhaften, los! Sehr nett, Herr Hamsen, dass Sie uns in unserer Arbeit unterstützen, aber erstmal nehmen wir Sie mit aus Revier. Herr Hamsen, allein das Bedrohen mit einer Waffe erfüllt den Tatbestand einer Nötigung. Hm? Das passt mir sehr gut. Ich wollte sowieso mit Ihrem Chef sprechen. Na, dann mal los. So, und Sie kommen dann auch bitte mit. Warum? Haben Sie die beiden heute Morgen in der Straßenecke aufgelesen? Solche Leute gehören nicht in Uniform. Wenn es ein Problem gab, dann lag es sicher nicht an den Herren Kottke und Hoffmann, sondern daran, dass Sie mit einem Gewehr gedroht haben. Zeigen Sie mich an, Fräulein Andresen. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Warum sind Sie eigentlich so schnell aus dem Krankenhaus entlassen worden? Gutes Reichfleisch? Leugnen bringt nichts, oder? Nein. Gut, ich war im Wald. Es war zwischen 5 und 7. Und vom Krankenhaus sind Sie dann direkt in den Wald zurück? Jupp. Ich kann das Bein noch lang genug hochlegen, nachdem ich den 18-Ender geschossen habe. Scheint ja sehr wichtig für Sie zu sein, den Hirsch zu erlegen. Ups, wir sind ja in der Abteilung Blitzmerker. Sie haben es verstanden, junge Frau. Ich kann mir doch so ein Prachtexemplar nicht durch die Lappen gehen lassen. Ich verstehe sowas eigentlich nicht, aber... Ich will nicht, dass mir irgendwer zuvorkommt. Schon gar nicht diese sogenannten Tierschützer. Sie wollen den Hirsch aus dem Revier vertreiben. Entschuldigen Sie mal, das ist doch wieder die Natur. Ein angesägter Hochsitz hält die Jäger doch nicht auf. Ich wollte Fotos von dem Hirsch machen. Anmutig mit diesem großen Geweih. Es soll ein richtig schönes Tier sein. Darf ich? Damit kriege ich Öffentlichkeit. Mit Bildern erreicht man die Leute. Aber der Hirsch ist ja hier gar nicht drauf. Nee, noch nicht. Aber wir waren nah dran. Wir? Das heißt also, es gibt einen Zeugen. Sie kennen ihn. Den Schäfer von Tastrup. Er hat mir heute Morgen ganz frische Spuren gezeigt. Sehen Sie? Ziemlich groß. Ja, ist ein kapitaler Bursche. Kein Wunder, dass die Jäger alle durchdrehen. Bin doch total heiß auf eine neue Trophäe. Herr Focke, könnten Sie sich vorstellen, dass einer der Jäger vielleicht besonders ehrgeizig ist? Sie meinen so ehrgeizig, dass er Hansens Rucksitz ansieht? Zum Beispiel? Sie sich vor ein paar Jahren um den 16-Ender gestritten haben, ist irgendwas zwischen Hamsen und Holig vorgefallen. Achim Holig, der mit dem adligen Hund. Irgendwas war da. Oder Holig hat es eh nicht leicht hier. Warum? Ja, als Städter unter all den Bauern. Hightech-Holig rufen sie den, weil er immer mit dem Neuesten vom Neuen hinter den Tieren herjagt. Gott sei Dank mit wenig Erfolg. Ja, weiß ich auch nicht. Ein bisschen hinterm Mond bin ich ja noch. Ach, für uns reicht's erstmal. Danke. Es klart noch auf. Sehr schön. Schön angenehm, die Ruhe. Tja, so ist das beim Jagen. Da sitzt du so einfach rum, alles ist schön ruhig und plötzlich beißt einer an. Ja, das ist Angeln. Angeln ist auch Jagen. Wie auch immer. Und gleich beißt auch jemand an. Moin, Herr Honig. Oder wie sagt man so schön bei Ihnen, Weidmannsheil? Moin und Weidmannsdank.
Sind da richtig scharf auf den 18-Ender, hä? So wie jeder andere auch hier. Keine Sorge, wir nehmen ihn den nicht weg. Aber vielleicht ja der Herr Habensen. So, nehmen Sie mal die Waffe runter. Meine Herren, bei allem Respekt vor Dienst und Uniform. Aber ich weiß nicht, was Sie meinen. Es soll einen Streit zwischen Ihnen gegeben haben. Vielleicht haben Sie ja den Hochsitz angesägt, um einen lästigen Konkurrenten auszuschalten. Der war gut. Jagen ist ein Sport. Und Sport heißt Konkurrenz. Davon ganz abgesehen sind Knut und ich das, was die zwei hier nie werden. Freunde? Kameraden. Komm, Delbert. Einen Moment noch, Herr Hohlich. Einen schönen Tag noch. So, Herr Hohlich, jetzt gibt's mal eine Ansage von mir. Wenn mein Kollege zu Ihnen sagt, einen Moment noch, dann meint er einen Moment, okay? Hopp. Sie waren gestern mit einem anderen Wagen da. Ich nehme manchmal den von meiner Frau. Und heute fahren Sie mit Ihrem? Ja. Das Reifenprofil ist nicht das, was wir suchen. Sie haben ganz frisch die Reifen gewechselt. Letzte Woche in Polen. Da war ich zum Jagen. Ist alles viel billiger da. Kompletter Reifenwechsel, 5 Euro. Trinkgeld inklusive. Wo waren Sie denn letzte Nacht? Mit dem Benkwitz jagen. Aber ganz woanders, drüben in Dänemark. Fragen Sie ihn doch, den Benkwitz. Und was hat sein Jagdkumpel dann gesagt? Er hat die Aussage bestätigt. Ja, das kann ja auch ein Freundschaftsdienst unter Kameraden sein, ne? Habt ihr die Fotos von der Tierschützerin überprüft? Mhm. Da ist überall die Aufnahmezeit drauf und es ist nicht die Gegend des Hochsitzes. Bleibt also dieser Hohlich. Aber er hätte die Säge auch gut in der Garage verstecken können. Ja, und er wollte, dass wir gegen Tina Peters ermitteln. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Täter sich in polizeiliche Ermittlungen einmischt. Naja, also an diese angebliche Freundschaft zwischen Harms und ihm glaube ich sowieso nicht. Die sind grundverschieden. Der Hohlich ist eher ein Außenseiter, der versucht, mit viel Geld auf Tradition zu machen. Und er würde alles dafür geben, so eine Trophäe zu schießen. Trotzdem, auch wenn alles noch so gut zusammenpasst, ohne Beweise treten wir auf der Stelle. Wisst ihr was? Auf diesem Ball sind die Speicher- und Geruchsspuren von Hohlichs Hund. Moin. Sie werde ich einfach nicht los, oder? Das ist so nicht gesagt. Sobald der Fall abgeschlossen ist, übernimmt der Staatsanwalt und dann haben Sie Ihre Ruhe vor uns. Und wir auch vor Ihnen. Ihnen ist klar, dass es mich nur ein müdes Lächeln und ein Anruf bei der Anwaltskammer kostet und Sie kriegen für Ihre Frechheiten richtig Ärger. Herr Hohlich, ich habe da noch mal eine Frage. Bleiben Sie eigentlich bei der Aussage, dass Sie wirklich von Dienstag auf Mittwochnacht jagen in Dänemark waren? Selbstverständlich. Komisch. Wie kann es denn sein, dass wir am besagten Hochsitz diese Fellreste gefunden haben? Und zwar jetzt kommt's. Von Ihrem Delbert von der Vogelweide, der mit seinem tollen Stammbaum aus der besagten Nacht. Sie blöffen. Das kann auch von einem anderen Hund sein. Das stimmt, aber in diesem Fall ist es so, dass auf dem Schaumstoffball von unserem Kalle, den Ihr Delbert im Maul hatte, Speichelspuren drauf waren, die genetisch identisch sind mit den Fellresten. Das hat die KTU bewiesen. Und damit haben Sie uns ein falsches Alibi aufgetischt. Sollen wir Ihren Wagen nach Sägemehlspuren vom Tatort untersuchen, oder? Nein. Das ist nicht nötig. Ich habe den Hochsitz angesägt. Ich wusste, dass Harmsen von dort auf den 18-Ender ansetzen würde. Diese ganze Geschichte nur wegen dieses Hirschen. Nicht nur wegen dieses Hirschen. Der 16-Ender. Das Geweih in der Hütte. Den habe ich zuerst gesehen. Den habe ich schon im Visier gehabt. Und dann hat Harmsen mich zur Seite gestoßen und hat ihn geschossen. Aber dafür gibt es natürlich keine Zeugen. Selbst wenn. Hier gilt, was Harmsen sagt. Ich werde mal Pia Bescheid sagen. Herr Hohlich, und trotz alledem sind Sie weiter mit Harmsen zur Jagd gefahren. Das Jagen ist meine große Leidenschaft. Und ich war mir auch ganz sicher, dass der 18-Ender mir endlich Respekt verschafft. Na, du Blindschleiche! Machen die dir Schwierigkeiten? Nein, die machen mir keine Schwierigkeiten. Die nehmen mich fest. Ich hab deinen Hochsitz angesägt. Du hast was?
Da haben Sie, Sie behindern hier eine polizeiliche Ermittlung. Den 18-Ender, den solltest du mir nicht auch noch wegschnappen. Jammerst du immer noch wegen der alten Geschichte rum? Meine Herren, das kann man doch... Du hast mir doch die Trophäe und den Ruhm und alles geklaut. Du Jammerlappen, glaubst also, du wärst weniger Witzfigur, wenn dein Name auf dem Ding da drin stehen würde. Ich hab den Hirsch zuerst gesehen. Du hättest sie nicht getroffen. Sei froh, dass sie dich überhaupt zum Jagen mitnehmen. Du degenerierter Stadtheini. Stadtheini? Stadtheini. Du Dorfdepp, du. Gut, jetzt Ruhe hier. Du hättest dir das Genick brechen sollen. Ich brenn dir einen auf den Blitz! So runter mit der Waffe! Ich brenn dir einen auf! Ich brenn dir einen! Ich mach dich fertig! Oh Gott! Mann! Oh, oh mein Gott! Herr Hulig! Selber schuld. Oh Gott! Herr Hulig! Herr Hulig, verdammt nochmal! Mach dir die scheiß Tür auf! Kann doch nicht wahr sein, wie blöd kann man sein? Aber hast du mir nicht mal gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft? Ja, meistens. Na, Dicker, fit gemacht für die Prüfung. Und du? Ich bin auch fit, ja. Okay. Guten Morgen, Frau Jansen. Morgen. Keine Angst, mein Bruno, der bleibt hinten im Garten. Außerdem ist er inzwischen desensibilisiert. Sie werden ihn nicht wiedererkennen. Oh, es hat sich herausgestellt, dass Ihr Bruno gar nicht gefährlich ist. Ach. Ja, mein Vorgänger hat beim Übertragen der Hundemerkkarte einen Fehler gemacht. Gemeint war die Dogge zwei Straßen weiter. Ach. Na ja, umso besser. Dann kann ich Sie auf ein Käffchen einladen. So zum... beschnuppern. Also ich meine Bruno und Sie. Bruno, kommst du mal bitte her? Hier möchte dich jemand kennenlernen. Ja, ist nett gemeint, aber ich bin eher ein Katzentyp. Ach. Ja, ist doch in Ordnung. Manche Menschen mögen lieber Hunde. Andere wie meine Freundin und ich sind ganz verrückt nach Katzen. Ihre Freundin und Sie mögen Katzen? Ja. Ja, wir haben drei. Zwei Bengal und eine Perserkatze. Ja, ich muss dann auch langsam mal... Wiedersehen. Wiedersehen. Gut gemacht, Bruno. Moin. Morgen. Ist was mit Bruno? Nein, ich habe nur herausgefunden, dass er gar nicht auf Briefträger allergisch reagiert. Er hat einfach einen ausgezeichneten Menschenverstand. Hundeverstand. Ah ja. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Moin. Na, dann klappt's ja doch noch. Ja, wir hatten noch einen Einsatz. Fangen wir mit der Pointerhaltung an. Bin ich mal gespannt. Letztes Jahr war da ja sehr voreilig. Und fürs nächste Jahr merken Sie sich schon mal vor, Pünktlichkeit trainieren. Wie bitte? Ich habe Ihnen doch, glaube ich, eben gerade gesagt, wir hatten noch einen Einsatz. Na, hoffentlich müssen Sie nicht noch mal los. Was macht denn jetzt? Sie haben eben gerade losgesagt. Wohl kaum. Ohne Stoppuhr geht hier gar nichts. Ah, dann sind wir ja doch nicht zu spät. Du hältst dich wohl für besonders schlau, hä? Ein Punkt Abzug wegen Verlassen der Markierung ohne Startsignal. Also der Prüfer war so ein Korinthenkacker, echt. Ist Kalle etwa durchgefallen? Ja, klar. Oh nein.
Mann, Pia, Kalle ist 1A durch die Prüfung gerutscht. Der war cool wie ein Eisblock. Ein Profi halt. Super, Kalle. Ich bin echt stolz auf dich. Du bist und bleibst mein Bester. Natürlich nur ganz knapp vor euch. Was ist eigentlich mit dem Hochsitzfall? Ist der schon abgeschlossen? Jo. Der eine Jäger hat gestanden, der andere ist ausgetickt und jetzt liegen sie beide im Krankenhaus. Und so hat der Hirsch doch noch gute Chancen, den Sommer zu überleben. Mehr als gute Chancen. Moin. Ja, Hamsen hat jetzt ein zweites Gipsbein und wir haben den Hirsch abgeschossen. Hier. Der sieht aber wirklich beeindruckend aus. Wir haben ganz viele tolle Bilder gemacht. Die zeigen wir heute Abend im Rathausfoyer. Ja, das habe ich schon gehört. Und das Dorf hat die Patenschaft für den Hirsch übernommen, ne? Jo. Der Hirsch lebt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie vorbeikommen. Ja, nee, aber heute, also... Wir kommen gern. Ja. Gut. Dann bis heute Abend. Tschüss. 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 Danke. Also, eins möchte ich ja ganz gerne noch mal wissen. Hat Olli den Leistungstest von Kalle eigentlich auch so cool gemeistert oder hat er sich mit dem Prüfer angelegt? Olli war die Ruhe selbst. Wie bitte? Olli war eine total coole Sau. Die hat vor der Prüfung nämlich noch den Baum gemacht. Das glaube ich nicht. Soll ich dir den mal zeigen? Ja, ja. Unbedingt. Zeig dir jetzt mal, wie so ein Baum geht hier. Pass auf. Also bleib so stehen und wickel's an. Sag mal, Jungs, eine Frage. Habt ihr nicht irgendwas zu tun? Also. Hey, gar nicht so schlecht. Bisschen windschief vielleicht. Ja, und ein bisschen wackelig. Nur eben Baum, ne? Dicker, denk nicht mal drüber nach.